So, hallo zusammen. Wir machen heute mal den zweiten Teil unserer Inbetriebnahme TT-Anlage Müllerstein. Wie ihr seht, ist sie jetzt aufgestellt, zusammengesteckt, technisch und elektrisch komplett verbunden. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet, wir sind natürlich Probe gefahren, sodass das Video heute hier dem Ganzen auch funktionieren sollte. Wir machen heute die Geschichte der Rückmelder einfach weiter. Und zwar habe ich euch ja im ersten Video erzählt, wie wir die prinzipiell verkabelt haben. Da zeige ich euch mal, was ich meine, wenn wir über einen Block sprechen, der dann im Train-Controller auch dementsprechend die Belegtmeldung anzeigt. So wie der rote, den ihr da gerade da seht, Paradestrecke außen, zeigt uns ja eine Belegtmeldung an. Warum ist es so? Erkläre ich euch quasi jetzt hier im Film. Erste Geschichte, die wir vorbereiten müssen, ist einmal, dass wir, ich nehme mal das Bahnsteiggleis 7, Bahnhofsgleis 7, und zeige euch mal, was wir da machen. Und zwar trennen wir in unserem Blockbereich immer von Weiche zu Weiche, also bis hier vor. Da seht ihr den Isolierverbinder, der braune hier. Na, gucke ich mal, dass ich ihn einfangen kann. Genau. Ja, und eben dieser. Da, richtig. So, das Ganze ist mit dem Rückmeldekabel, mit den vielen, vielen grünen Kabeln verbunden, die wir da unten gesehen haben. Und die grünen Kabel gehen dann alle auf einen Detektoreingang und haben dementsprechend jeder Block für sich eine separate Adresse. So, und nachdem wir die grünen Kabel ja dort angelötet haben und dementsprechend unten an dem Detektor verkabelt haben, das habe ich euch beim letzten Mal gezeigt, geht der, jetzt muss ich mal meinen Tisch hier ein bisschen vorziehen, geht der ja hier hinten über die drei EKOS-Link-Kabel, sind also drei EKOS-Detektor dran, in die EKOS rein und wird über die EKOS, über das Netzwerkkabel hier nachher runter zu unserem PC verbunden. So, im Train-Controller selber können wir mal einen Block zeige ich euch mal, wie ich den fix anlege, weil ich natürlich hier schon vorbereitet habe, dass wir heute ein bisschen was sehen. Male ich mir mal hier kurz ein Gleis. Halt, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit Filmen und Zeigen und Machen. So, wir brauchen einen Block. Den setzen wir mal rein. So, da gibt es ja, wie gesagt, auch schon 1000 Filmchen auf YouTube, wie das alles so geht. Aber ich möchte euch ja mal zeigen, für was wir die Blockadressen eigentlich brauchen. Und zwar haben wir jetzt den Block ja einfach erstmal so in den Gleisplan gelegt. Und der hat aber jetzt überhaupt keine Rückmeldeadresse. Das heißt, der PC weiß ja im Prinzip gar nicht, wo ist der dran, wo gehört der hin. Und da sind wir hier quasi beim Konfigurieren des Blockes. Ich hoffe, ihr könnt das mal sehen. Ich gehe mal noch ein Stückchen näher ran. Der Bildschirm ist schön groß. So, also hier müsste man jetzt die EKOS eingeben, dass der an einem Detektor liegt. Und ja, jetzt wäre die Geschichte so, dass wir ja im Prinzip die Rückmeldeadresse so erstmal noch nicht wissen. Wir wissen also nicht, der Block hier, wo ist der jetzt eigentlich? Wir haben ja unten diese vielen, vielen grünen Kabel und haben drei EKOS-Detektoren drauf. Und die drei Detektoren, da passen ja insgesamt, an jeden passen 16 dran, also insgesamt 48 Rückmeldeadressen. Jetzt wissen wir ja gar nicht, ja, wo, wie und wer hat jetzt eigentlich diese Adresse. Jetzt könnte man hergehen und könnte sagen beim Bau, na gut, ich mache mir überall kleine Schildchen dran. Ich weiß ja, wenn ich das Kabel ans Gleis anlöte, ziehe ich das Kabel runter, mache mir ein Schildchen dran, schreibe mir dran, was weiß ich, Paradestrecke außen in unserem Beispiel. Und das Paradestrecke außen
mache ich mir eine Dokumentation und schreibe mir drauf, ja, irgendwann habe ich dieses kleine Kabel ja doch an den Ausgang des dritten Detektors, Ausgang 4, dort habe ich den jetzt dran gebaut. Das macht eine ganze Menge Arbeit und man muss die ganze Zeit ja auch währenddessen man Kabel verlegt, immer wieder schreiben und so. Das hat sich bei uns nicht bewährt. Viel einfacher geht es allerdings, wenn wir einfach die ganzen Rückmeldekabel, ich filme nochmal unten rein, wenn wir also die ganzen Rückmeldekabel, da seht ihr sie, im Prinzip bündeln, verkabeln, alle aufklemmen nachher auf den Detektoren und dann bietet uns die ESU ECOS da eine ganz tolle Geschichte an. Und zwar folgendermaßen, ich versuche es mal zu filmen, ohne dass ihr diese blöde Lampe da drin seht. Ich kann bei der ECOS im Setup 1 auf diesen Feld hier Link drücken und die ECOS-Detektoren melden sich dort automatisch an, je nachdem, wann ich welchen eingesteckt habe. Und die ECOS, den noch nie hatte, vergibt die ECOS dem Detektor erstmal prinzipiell eine erste Adresse. Also ECOS Detektor 1, 2, 3, würde ich jetzt den nächsten anstecken, wenn ich könnte, würde der 4 heißen, 5 und so weiter. So, und jetzt könnten wir ziemlich zügig gucken, welcher Belegtmelder, also welcher Ausgang zeigt uns eigentlich eine Belegtmeldung an. Und das geht ja so, dass wir unsere Belegtmeldung über die Stromerkennung gemacht haben. Heißt also, unser kleiner Triebwagen hier, der hier schon die ganze Zeit immer durch die Kamera flitzt, der steht ja hier auch auf einem Block. Ne? Da haben wir einen Isolierverbinder, ne? Und ein Stückchen viel weiter hinten, 3 Meter weiter hier im Gleis irgendwo, da haben wir noch einen zweiten Isolierverbinder. Der Block hier ist ziemlich lang. Aber sei es drum, für den Moment hier passt der ganz gut. Also, wir haben ja jetzt rein theoretisch eine Stromerkennung auf diesem Rückmelder. So, und jetzt gucken wir mal, wo hängt der dran und was zeigt er uns an. Und da hilft erstmal hier probieren, wenn man jetzt noch nicht mal das weiß, dass man sagt, gut, auf dem Segment, das habe ich irgendwie auf dem ersten Detektor geklemmt oder auf dem zweiten oder auf dem dritten, dann hilft hier die Geschichte, dass wir einfach mal durchdrücken und hier auf die Tür gehen und jetzt werden uns alle Rückmelde Ausgänge angezeigt von 1 bis 16 und hier geht die 9, 10, 11. Die 11 hat quasi hier eine Belegtmeldung. Und jetzt gucken wir mal, ob das tatsächlich schon unser Triebwagen ist. Na, jetzt nehmen wir ihn quasi mal einfach runter, setzen den mal kurz hier aufs Freie und sehen, Belegtmeldung weg. Also Gegenprobe, wieder drauf. Bingo. So, und da hätten wir quasi unsere Rückmeldeadresse. In unserem Beispiel nehme ich das einfach mal, obwohl es ja die Paradestrecke außen ist. Aber ich schreibe das mal hier rein. Also 1.11 wäre jetzt unsere Adresse. Und da seht ihr direkt die rote Lampe angegangen. Heißt also, unser Belegtmelder wäre jetzt hier richtig konfiguriert. Und das Ganze mache ich jetzt für die ganze Anlage und melde mich gleich wieder. So, also, wozu brauchen wir denn jetzt eigentlich die ganzen Geschichten mit der Belegtmeldung? Klar ist, dass unsere Software ja tatsächlich nichts sehen kann, die kann nur fühlen. Wir brauchen aber tatsächlich eine zeitaktuelle Information, wo sind eigentlich unsere Züge? Und dafür haben wir ja die ganzen Blöcke eingebaut und haben die Anlage, wie ihr hier gesehen habt, auch in Blöcke aufgeteilt. Es ist relativ wenig Strecke, die einfach nur eingespeist ist, sondern also ohne Rückmeldung funktioniert. Die meisten Bereiche sind eben mit Rückmeldung. Und wie geht jetzt das mit dem Block? Dazu schiebe ich mal den Triebwagen aus dem Block raus. Ne, ihr seht hier den Isolierverbinder. Ich habe hier keine Rückmeldung mehr auf Paradestrecke außen. So. Und wenn ich den Triebwagen, also meine Lokomotive oder meinen beleuchteten Waggon, also irgendwas, was ich für eine Stromabnahme herholen kann, wo also ein Verbraucher dran ist, einmal über diesen Isolierverbinder drüber schiebe, bekommt der sofort nach Einfahrt mit der ersten stromführenden Achse die Belegtmeldung. Ich schiebe derweil mal den Triebwagen so ein bisschen hin und her, dass ihr das so sehen könnt.
Und damit weiß der Train Controller ziemlich genau, wann fährt eigentlich irgendwas in irgendeinen Block ein, also wann bedarf es einer Rückmeldung. Und mit dieser Rückmeldung können wir im Train Controller natürlich eine ganze Menge machen. Das ist aber ein ganz anderes Video und eine ganz andere Geschichte. Das habe ich euch jetzt mal einfach nur hier erklärt, wie man die Rückmeldeadressen auf der Anlage aus der Verkabelung raus in der EKOS findet. Im Übrigen könnt ihr euch ja in eurer EKOS auch ein Gleisbildstellwerk einrichten. Ja, und das können wir mal, zeige ich euch mal. Dazu gehe ich mal hier wieder raus. Und ja, da gab es mal irgendwann einen, der hat so ein bisschen, hieß glaube ich Hobbitek, mal gemacht. Und der hat dann mal gesagt, ich habe schon mal was vorbereitet. Tatsächlich habe ich das hier auch. Also ich habe hier mal unseren Nebenbahnbahnhof gemalt oder gezeichnet auf der EKOS. Da gucken wir mal, wie das Teil im Original aussieht. So sieht das aus. Wir haben also irgendwie 1, 2, 3, 4 Weichen und haben da hinten noch ein Signal. Und ich habe mich hier beschränkt einfach mal auf die Weichen. Aber ich habe euch einfach mal hier die Blöcke mit eingezeichnet. Und zwar haben wir ja im Train-Controller, warte, Achtung, ich filme noch mal kurz hoch, im Train-Controller in der auf der Nebenbahn, da muss ich mal ein bisschen runter scrollen. Da ist unsere Nebenbahn. Also haben wir hier einen Block und da einen Block und auch da einen Block. Ne? Also drei Blöcke, die wir jetzt ja hier eben auf der EKOS auch verwenden können. Und zwar nehme ich mal unseren kleinen Triebwagen hier. Da kommt der große Kran. Und ich stelle den einfach jetzt mal hier auf das irgendwann werdende Bahnsteiggleis. Und da ich die Rückmeldeadresse, zeige ich euch nochmal, wo wir die gefunden haben. Also in das Setup rein. Jetzt gucken wir mal, auf welchem Detektor die Geschichte liegt. Auf der 1 in dem Fall nicht. Dann gucken wir mal, ob das auf der 2 liegt. Nein, auf der 2 liegt es auch nicht. Dann kann es ja nur noch auf der 3 sein. Auch hier wieder in die Tür und siehe da, also die Rückmeldeadresse heißt jetzt 3, Ausgang 3. Ne? Adresse 3, Ausgang 3. So, und wenn ich diese Adresse jetzt hier eingebe auf meinen Gleisen, da habe ich hier so ein Symbol im Gleisbildstellwerk, kann ich mir nämlich einen Block anzeigen, also einen Rückmeldeabschnitt. Ich mache den mal hier rein, damit ihr das seht. Also ich nehme mal das Gleis und sage jetzt, der hängt am EKOS-Detektor 3 an dem Port 3. Und da sollte es jetzt rot sein. Schön. Ja? Wenn ich den Triebwagen jetzt runternehme, Achtung, weg ist. Also ihr könnt auch auf der EKOS die Rückmeldung, die ihr eigentlich für den Train-Controller braucht, auch für die EKOS nachher benutzen. Zum Beispiel, wenn ihr eine völlig autarke Pendelzugsteuerung über die EKOS realisieren wollt, was die ja auch kann, das muss nicht immer alles über den Train-Controller gehen. Jeder kann das machen, wie er will. So, das soll es für heute gewesen sein von der Inbetriebnahme Müllerstein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.